Freunde, das allererste Twitch Prime Gaming Pack ist da. Ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr euch das abholen könnt. Das Ganze geht sehr schnell und jeder, der Twitch Prime hat, bekommt ein gratis Pack. Das wird der erste Teil vom Video sein. Im zweiten Teil vom Video gehen wir auf unsere SBC-Futter-Investments ein. Denn, Freunde, wir haben Millionen Gewinne gemacht. Ich zeige euch auf jeden Fall auch noch einige Leaks, was für SBCs in der Zukunft rauskommen werden und in was wir dafür investieren können. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Wie versprochen, beginnen wir mit dem kleinen Tutorial, wie man sein Twitch Prime Pack abholen kann. An alle, die nicht wissen, was das Twitch Prime Pack ist, das Twitch Prime Pack ist ein Pack in Kooperation mit Amazon Prime und EA Sports. Ihr bekommt jeden Monat ein gratis Pack, was ihr euch abholen könnt. Ihr braucht dafür natürlich Amazon Prime, müsst dann euer Amazon Prime Konto mit eurem Twitch Konto verbinden und dann euer Twitch Konto mit dem EA Konto. Also Schritt 1, Amazon Prime mit Twitch verknüpfen. Ihr geht zunächst auf die Prime Gaming Seite, die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Drückt dann oben rechts auf das Männchen und meldet euch erstmal mit eurem Amazon Konto an. Wenn ihr euch dann angemeldet habt, klickt ihr nochmal auf das Männchen und geht auf den Reiter Twitch Konten verwalten. Hier müsst ihr jetzt bei euch stehen, du hast keine verbundenen Konten und unten drunter steht, verbinde dein Twitch-Konto, da drücken wir mal drauf. Jetzt kommt dieses Fenster, wo ihr gefragt werdet, ob ihr das wirklich machen wollt. Falls es nicht kommt, müsst ihr euch vorher mit Twitch natürlich anmelden. Wir bestätigen das Ganze einmal und jetzt haben wir unser Amazon Prime-Konto mit unserem Twitch-Prime-Konto verbunden. Das war Schritt 1. In Schritt 2 müssen wir unser Twitch-Konto mit unserem EA-Konto verknüpfen. Dafür gehen wir auf den Link ea.com/twitchlinking, ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Hier müsst ihr euch jetzt einmal mit eurem EA-Konto anmelden. Jetzt bekommt ihr einen Sicherheitscode auf eure E-Mail. Ihr geht in eure E-Mails rein, öffnet die E-Mail von EA und gebt jetzt hier den Code ein. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr euer EA und euer Twitch-Konto verknüpfen wollt. Falls diese Meldung noch nicht erscheint, müsst ihr euch erstmal mit eurem Twitch-Konto jetzt anmelden und danach erscheint dann diese Seite und ihr bestätigt das Ganze. Wenn diese Meldung jetzt erscheint, habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt öffnet ihr einmal Twitch auf der Desktop-Version. Das heißt, ihr geht an den PC, Laptop, iPad, was auch immer, oder falls ihr keinen PC, Laptop oder iPad habt, nehmt ihr euer Handy in die Hand und öffnet Twitch über den Browser. So sieht das Ganze dann aus. Hauptsache, ihr geht nicht über die App rein. Wenn ihr dann drinnen seid und euch angemeldet habt, habt ihr hier oben rechts eine Krone. Das steht dafür, dass ihr Twitch Prime habt. Dann klickt ihr auf die Krone drauf und ihr habt jetzt hier euren Twitch Prime Loot. Wir haben hier andere Spiele natürlich auch am Start. Pokémon Go, Lost Ark, wir haben hier Fall Guys, irgendwelche Skins, Roblox und dann sehen wir hier unten FIFA 23 Prime Gaming Pack 1. Unten drunter steht abholen, da klicken wir einmal drauf. Und wir werden jetzt auf die Prime Gaming Seite weitergeleitet. Hier müssen wir jetzt einfach nur noch auf jetzt aktivieren drücken. Es kann sein, dass ihr jetzt noch einen Zwischenschritt machen müsst. Da klickt ihr mal drauf. Ihr werdet auf eine Amazon Seite weitergeleitet, klickt einmal auf zulassen. Und dann kommt die Meldung von EA, dass euer Twitch Prime Konto mit eurem EA Konto verknüpft ist. Wir gehen zurück zu Amazon, haben jetzt hier den Zwischenschritt erledigt und können uns unser Twitch Prime Gaming Pack abholen. Jetzt startet ihr euer Ultimate Team neu. Und euer Pack ist in FIFA drinne. Und falls ihr es nicht wusstet, mit Twitch Prime könnt ihr einen Streamer eurer Wahl pro Monat kostenlos subscriben. Ihr öffnet dann zum Beispiel meinen Stream, drückt hier auf Abonnieren. Normalerweise kostet ein Sub 4 Euro. Wenn ihr aber Twitch Prime habt, könnt ihr hier diesen Haken anklicken und dann könnt ihr einmal pro Monat gratis mit Prime kostenlos abonnieren. Das auf jeden Fall zum Twitch Prime Pack. Gehen wir mal jetzt kurz auf den FIFA-Markt ein und schauen, wie wir nochmal im FIFA einige Münzen machen können. Also meine Freunde, ich habe es euch ja schon vor ungefähr 4 Tagen gesagt, dass ein maximal 86er Icon Upgrade Pack rauskommen wird. Und das gute Pack ist jetzt auch am Montag rausgekommen. Wir mussten ein 84er und ein 86er Team abgeben, was sehr, sehr günstig ist. Das hat schon mal zum einen dafür gesorgt, dass SBC Bruder gestiegen ist. Und dann kam jetzt gestern Abend noch eine neue SBC raus, und zwar das 80 Plus Team of the Week Upgrade Pack. Das Ganze ist sogar insgesamt 10-mal wiederholbar und wir müssen ein 83er Team abgeben mit mindestens einem 85er. Und das hat dafür gesorgt, dass SBC Bruder crazy gegangen ist. Vor allem die 85er sind von 6.000 Münzen auf 10.000 Münzen gesprungen. Ihr seht hier, wie viele ich davon verkauft habe. Das sind nicht alle. Ich habe schon mehr als die Hälfte gelöscht, weil ich einfach keinen Platz mehr auf der Transferliste hatte. Und das sind wirklich Gewinne, Freunde. Die schmecken so gut. Ihr seht auch, ich habe wieder 2 Millionen Münzen und ich habe noch nicht alles verkauft. Schauen wir uns nämlich mal kurz SBC-Futter an. Wir haben die 83er bei knapp 1000 Münzen, 900 Münzen, ist aber eher irrelevant. Die habe ich euch auch gar nicht empfohlen. Ich habe euch empfohlen, vor allem in 84er bis 86er zu investieren. Wir haben die 84er, die waren bei 1,5, 1,6. Ich habe euch ja am Freitag gesagt, dass ihr am Freitag 19 Uhr einkaufen sollt und da hat man die ganz locker für 1,5 bekommen. Die 85er konntet ihr für 6k einkaufen, dafür hattet ihr einen ganzen Tag Zeit. Die waren nämlich ab Freitagabend bis Samstagabend konstant bei 6000 Münzen. Wir haben uns ja teilweise auch welche für 5000 Münzen erboten. 86er hat man für 11k bekommen, sind jetzt mittlerweile bei 16k. Ich zeige euch das Ganze auch mal. Hier 84er haben wir für 1,6 bekommen, hier für 1,5, 1,4.
Haben wir noch irgendwelche 85er, habe ich wie gesagt alle verkauft. Hier haben wir noch 86er für 11.000 Münzen. Die Baller war etwas teurer, 12.000 Münzen. 87er haben wir für 14.000 Münzen bekommen. Diese mittlerweile auf 20.000 Münzen. 88er 27k, 89er 35k. Die sind um knapp 10.000 Münzen gestiegen. Also der SBC-Futtermarkt ist komplett crazy gegangen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt alle investiert. Falls ihr investiert habt, könnt ihr eure Spieler auscashen. Ich habe es euch ja gesagt, stellt eure Spieler immer überteuert drauf. Ihr seht es, meine 87er stelle ich hier für 24.000 Münzen drauf. Die kosten eigentlich nur 20.000 Münzen. Meine 86er stelle ich hier für auch 20.000 Münzen drauf. Die kosten 17.000 Münzen. 84er kosten 2.500, stelle ich für über 3.000 drauf. Und da gehen immer mal wieder auch welche weg. Hier ein Schick ist für 22.500 weggegangen. Kostet eigentlich nur 19.75. Ich würde euch aber raten, euch nicht zu viel Zeit zu lassen beim Verkaufen. Ihr seht, die Icon SBC läuft in einem Tag und 21 Stunden ab. Das ist Donnerstag 19 Uhr. Bis dahin solltet ihr allerspätestens euer Futter verkaufen. Ich bin sogar der Meinung, ihr solltet im Laufe des heutigen Tages noch euer ganzes Futter wegbekommen. Denn, Freunde, was steht dann? Am Donnerstag haben wir die ganz normalen Division Rival Rewards. Das bedeutet, es kommen wieder Coins in den Umlauf. Freitag kommt das Rulebreaker Team 2. Und bis zum Freitag werden auch schon die ersten Leaks kommen, die auch für ein bisschen Panik auf dem Markt sorgen. Sheriff hat schon geschrieben, sagt mir, wen ihr im Team 2 sehen wollt. Das heißt, ihr könnt erwarten, dass heute schon die allerersten Leaks rauskommen. Einen krassen Leak hatten wir ja schon mit Ribéry. Und die Leaks in Verbindung mit den Division Rival Rewards, in Verbindung damit, dass die Icon SBC am Donnerstag abläuft. Diese Faktoren werden dafür sorgen, dass SBC-Futter spätestens gegen Donnerstag wieder sinken wird. Das heißt, unser Plan sollte es sein, heute noch SBC-Futter zu verkaufen und dann am Freitag, Samstag wieder einzukaufen. Denn, Freunde, ich habe wieder ein paar schmackhafte Leaks für euch. An der Stelle, Freunde, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, solltet ihr das unbedingt machen. Ihr seht, was für Gewinne wir hier gemacht haben innerhalb kürzester Zeit. Verpasst diese Gewinne nicht. Abonniert gerne den Kanal, lasst auch gerne ein Like da, falls euch solche Videos weiterhelfen. Wir gehen auf die 10.000 Abos zu. Es würde mich wirklich unglaublich freuen. Es wäre ein Meilenstein für mich, wenn wir die noch diesen Monat knacken. Ich küsse eure Herzen. Wir machen weiter mit dem Video. Es sind so gesehen keine Leaks, weil diese Packs, diese SBCs im Quellcode gefunden wurden. Und zwar könnt ihr sehen, wir haben ein Base-Icon-Pack. Wir sollten also in naher Zukunft ein Baby-Icon-Pack bekommen, ohne Rating-Cap. In diesem Pack könnt ihr dann auch Karten wie Pelé, wie Ronaldo, wie Jairzinho ziehen. Und meine Freunde, wir haben auch noch ein Foot-Hero-Pack im Quellcode gefunden. Und die Heroes dieses Jahr sind unglaublich stark. Im letzten Jahr hatten wir natürlich genau dieselben Packs. Und zwar zum Rulebreaker-Event. Wir gehen das Ganze mal aus dem letzten Jahr chronologisch durch. Zum Team 2 am Freitag kam Christopher Nkunku als Playerpick SBC raus. Der Mann war auch mit 160k eigentlich relativ fair bewertet und diese SBC wurde gefühlt von jedem abgeschlossen. Ein paar Tage später kam die allererste Foot Hero Upgrade SBC. Ein 83er, 85er, 86er Team wurde gefordert. Wir brauchten auch zwei Informs. Und eine Woche darauf kam dann das Base Icon Upgrade raus mit einem 85er, zwei 86er und einem 87er Team. Wir können also erwarten, dass wir jetzt in ungefähr einer Woche das Foot Hero Upgrade Pack sehen werden. In ungefähr zwei Wochen sollte dann das Base Icon Upgrade Pack rauskommen und wir schauen uns mal an, was diese beiden Packs auf dem Markt im letzten Jahr ausgelöst haben. Wir gehen mal die Ratings durch und starten bei den 84ern. Nkunku kam am 29. Oktober raus, das war ein Freitag zum Promo Release. Die 84er waren so bei 1700 Münzen am Tag davor und sind dann zu SBC auf 2300 Münzen gestiegen. Ist ja schon mal ein ordentlicher Anstieg und das nur für eine Player SBC. Danach sind die Preise natürlich wieder gefallen, weil jeder hat die SBC abgeschlossen. Wir waren in der Weekend League, Packs wurden gezogen, Coins kamen in den Umlauf und so ist der Preis dann wieder gesunken und dann Richtung Montag hin, wo dann das Hero Upgrade Pack rauskam, sind die Preise wieder gestiegen. Das Pack wurde abgeschlossen, wir haben uns dann wieder Richtung Freitag bewegt, neue Promo, viele Packs, Weekend League Rewards. Der Preis ist wieder gesunken und dann kam die Icon SBC und die Preise sind wieder gestiegen. Und das könnt ihr bei wirklich jedem Rating beobachten. 85er, Freitag gestiegen, Samstag gefallen, Montag gestiegen, Freitag gefallen, Montag gestiegen. 86er sind Richtung Freitag gestiegen, Samstag, ja, haben die es sogar gehalten, sind dann wieder am Montag gestiegen, gefallen, gestiegen. 87er genau dasselbe, Hero SBC gestiegen, gefallen, gestiegen. Was ist jetzt also unsere Mission? Wir wollen hier verkaufen und wir wollen hier wieder einkaufen. Seht das Ganze folgendermaßen, wir befinden uns aktuell so ungefähr an diesem Zeitpunkt. Die Preise sind aktuell unglaublich hoch, deswegen sage ich zu euch, verkauft eure Spieler. Und dann wollen wir hier wieder einkaufen. Freitag ab 19 Uhr kaufen wir wieder ein. Dieses Mal dürft ihr euch aber nicht zu viel Zeit lassen, denn die meisten Leute checken jetzt langsam, okay, die SBC
PCs kommen, ich investiere auch mal. Von daher Freitag, spätestens Samstag noch zuschlagen und dann sollten wir am Montag die Hero SBC bekommen. Die Preise gehen wieder hoch, wir verkaufen, dann gehen die Preise wieder runter, wir kaufen wieder ein, Icon SBC kommt, die Preise gehen hoch, wir verkaufen. Das wird so der Ablauf von den nächsten 2 Wochen sein. Verkauft also eure Spieler, stellt die Leicht UV drauf, falls ihr jetzt noch nicht verkauft habt. 87er sind zum Beispiel bei 20k, ich werde die vermutlich so für 21k draufstellen und da haben wir trotzdem unsere 7000 Münzen gewinnen. Also meine Freunde, ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Ich werde euch vermutlich gegen Freitag nochmal ein Update-Video bringen. Das Wichtigste, was ihr jetzt heute mitnehmen solltet, ist, dass ihr eure Spieler wirklich wegbekommen solltet. Ihr könntet natürlich theoretisch eure Spieler behalten, weil sie sowieso langfristig gesehen immer weiter steigen werden. Aber wir wollen den maximalen Gewinn haben. Wir wollen teuer verkaufen, wieder billiger einkaufen, wieder teurer verkaufen, billiger einkaufen. Das wollen wir. Ich hoffe also, ihr habt alles verstanden, Freunde. Wenn nicht, Fragen gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.